Rom im Dezember bedeutet nur ganz selten Schnee. Ich habe ihn nie erlebt, habe aber hier ein paar Bilder. Rom in Schnee und Eis am Petersplatz, vom Kolosseum und beim Brunnen Piazza Repubblica. Roms größter Brunnen wird von der letzten noch antiken Wasserleitung gespeist, der Aqua Vergine von 19 vor Christus. Der Brunnen, wie er heute steht, wurde 1732 bis 51 gebaut für den Papst Clemens XII. Die Schauseite zeigt das Königreich des Ozeans. Neptun mit Rossen, das wilde Ross, das friedliche Ross. Umringt von Tritonen und Muscheln. Beliebt ist der Brauch, sich der Rückkehr nach Rom mit einem Münzwurf über die Schulter ins Becken zu versichern. Das eingesammelte Geld dient wohltätigen Zwecken. Und noch ein Foto von 1959, La Dolce Vita mit Anita Ekbergs berühmtem nächtlichem Bad. Vorbei am Hadrianstempel zur schönen Piazza vor der Ignatiuskirche, gestaltet wie eine Bühne. Gleich im rechten Seitenschiff finden wir das Edelholzmodell, 2,80 Meter Durchmesser, einer Tempio del Cristo Re, also eines Tempels von König Christus, mit 224 Säulen und 112 Torbögen. Verherrlicht wird der 1556 verstorbene und später heilig gesprochene Ignatius von Loyola, der Ordensgründer der Jesuiten. Miteinander verbundene Seitenkapellen, eine prächtige Ausstattung an der Decke, durch den Spiegel kann man sie wunderschön betrachten, und eine Scheinkuppel mit illusionistischer Malerei. Denn es gibt nur eine niedrige, echte Kuppel, die große wird vorgetäuscht. Wenn wir die Kirche verlassen und nach oben gucken, sehen wir, dass in den Aufbauten und auf dem Dach Gras wächst, muss weg. Durch einen Seiteneingang geht es sehr schnell in die Kirche Santa Maria sopra Minerva, im gotischen Stil errichtet. Ich führe euch an drei Stellen. Das ist die Grabkapelle der Carafa, auch Kapelle der Verkündigung des heiligen Thomas genannt, und wegen der Fresken des Filippino Lippi um 1500 berühmt. Immer wieder Thomas von Aquin dargestellt. Im Hochaltar ruhen die Gebeine der Katharina von Siena, die um 1370 mit vielen Briefen den in Avignon im französischen Exil weilenden Papst beschworen hat, wieder nach Rom zurückzukehren. Und auf der linken Seite Michelangelos auferstandener Christus, dargestellt wie ein Zehnkämpfer nach dem Sieg. Wir treten hinaus, sehen, der Platz ist schlicht gestaltet, aber für Heiterkeit sorgt der Obelisk auf dem Elefanten, gestaltet von Bernini, einem der ganz großen Romkünstler. Die Sockelinschrift besagt, dass man robust sein muss, um die Last der Weisheit zu tragen. Mit diesem Hut, mit diesem Parker war ich damals in Rom und freue mich mit denen, die dabei waren, an den Erinnerungen und hab euch vielleicht mit den Bildern wieder eine Freude machen können. Euer Ernst.